Herzlich willkommen zurück, Leute, zu einer weiteren Folge von dem LS22 Multiplayer-Projekt. Mit dabei ist wieder der Leon. Hallo, Leute. Und wir beginnen die Folge heute mal im Shop, denn wir werden uns neue Anhänger kaufen. Ich schaue mal, was es hier Schönes gibt. Wie viel hat der denn? Bis zu 24,5 Kubik und der hat 18,4 Kubik. Der hat 18,5, okay. Ich würde tatsächlich gerne mal eine kleine Kombi machen. Ja. Und zwar werden wir den neuen Rudolf RTK 301 RA nehmen einmal. Also einmal ein Dolly und einmal ein Knickgelenk. Mit Aufbau. Ja, doch, mit Aufbau würde ich sagen. Könnte man den sogar zur Not am Anfang für Sex hin benutzen, weil der so einen großen Aufbau hat. Ich hoffe, der metrischer müsste aber trotzdem reinkommen eigentlich. Reifenhersteller, da würde ich gerne die neuen Michelin-Reifen nehmen. Reifenvariante, da würde ich, glaube ich, bei Standard bleiben. Die sehen schon ganz schick aus. Aufbaufarbe, schon grün, damit es nicht so extrem raussticht. Kennzeichen machen wir in einer extra Folge mal gemeinsam, Leute. Da machen wir dann mal bei unseren Fahrzeugen die Kennzeichen. So, und dann noch nehmen den normalen. Was nehmen wir denn hier? Da würde ich tatsächlich auch gerne Michelin nehmen, damit das einheitlich ist. Genau. So. Dann haben wir unsere neue Abfahrgespann fertig. Und brauchen uns erstmal keine Gedanken mehr machen. Das hat nämlich beides ordentliches Volumen für den Anfang. Unsere erste Neuanschaffung. Also zwei Neuanschaffungen, weil es zwei Anhänger sind. Komm mit was Ordentlichem nach Hause. Oh ja. Ich komme mit meinen Lieblingsanhängern aus LS19 nach Hause. Okay. Plus den neuen. So viel ich weiß, sogar in der Realität auch der neueste. Von deren, also von der Marke. Alter, der wirkt verdammt riesig. Ja, eine. Ja. Sie ist halt schon ein halber Häckselanhänger. Ja, also drei Tonnen sind ja auch noch klein. Das stimmt. Oh doch, die Kombi gefällt mir. Gucken, was Leon zu unseren neuen Anhängern sagt. Ich glaube, wir machen in der Folge gleich mal eine kleine Verkaufssession und weinen die Anhänger ein. Guck gleich mal, was momentan Weizen bringt, ob es sich lohnt. Wenn der Weizen einigermaßen gut im Kurs ist, werden wir den erstmal verkaufen, weil es ja noch nicht sonderlich viel ist vom ersten Feld. Weil ich habe festgestellt, die Tabelle mit der hohen Nachfrage, ich habe weniger bekommen bei der hohen Nachfrage als bei der nicht hohen Nachfrage. Dementsprechend glaube ich, dass das noch nicht so richtig funktioniert mit der hohen Nachfrage. Und deswegen, wenn der Preis jetzt gut ist, werden wir den Weizen verkaufen. Und was sagst du zu unseren neuen Anhängern? Kann man mitarbeiten, ne? Wo? Den hinteren müsstest du ja aus LS19 kennen. Ja. Und der vordere ist wohl auch von den Herstellern echt das neueste Modell sozusagen. Okay, läuft. So, was ist denn momentan der Kurs? Wir gucken mal. Der Tabelle Weizen. 1000, das lohnt sich halt nicht. Wir hatten, glaube ich, am Anfang schon mal mehr geboten, glaube ich. Nee, 1035. Okay. Ja, das Süße. Ich werde einfach schon mal mit dem Kalken anfangen.
Mach das. Aber ich glaube, das Feld braucht auch Kalk, oder? Ja. Ja. 48% haben wir noch. Gucken wir, wie weit wir kommen. Alter, das lieber natürlich viel Steine, ey. Hm. Der wäre jetzt einmal schon voll gewesen bei dem Feld übrigens. Ja. Aber bis jetzt hast du es super gemacht mit den Steinen. Ja, ich habe hinten einen übersehen gehabt, da bin ich eben noch mal rangefahren. Warum? Habe ich hier angeblich die hinterste Ecke nicht getroffen? Die kleinen Spielbugs, immer wieder spannend. Aber dann gut, man muss ja immer dagegen halten, das Spiel ist jetzt gerade mal 2 Tage draußen. Da wird bestimmt schon noch im nächsten Update kommen, was die Bitte ersten immer. Fehler beheben wird, die ganzen Release-Bugs sozusagen. Eins ist klar, eine schlechtere Bewertung auf Steam kann das Spiel nicht kriegen als ein gewisses anderes Spiel. Du meinst wohl das schlecht bewerteste Spiel 2021? Ja, dass irgendwie auch eine Top 9 drin ist oder so insgesamt. Ja gut, die Bugs da sind aber auch nervig, ey. Was mich aber am meisten nervt, ist halt sozusagen, das hatte ich dir ja schon gesagt, ich will das jetzt nicht ernennen, weil ich kein Spiel schlecht reden möchte. Aber du weißt, was ich meine, dass es halt keine Erfahrung gibt da. Und darauf wahrscheinlich schätze ich, dass ich das ganze Spiel beziehen werde. Ich glaube, dass wir das Feld knapp noch hinbekommen müssen mit der Ladung. Weil ihr wisst ja selber, bei Kalk, da geht immer einiges weg. Aber traurigsten sind die Ereignisse, was so während des Spiels passieren kann, was sich da geändert hat, ey. In dem Teil ist das echt traurig. Übrigens, Angestellte von Rockstar haben mehr oder weniger gesagt, dass Red Dead weiterleben soll. Also ein dritter Teil wird es irgendwann geben. Also wann steht zwar in den Löchern, können die selber noch nicht sagen, aber können sie, wollen sie wahrscheinlich eher weniger, aber weiß ja, wie es ist. Und was soll wohl Red Dead Redemption auch weiterleben? Solange ist nicht wieder den neuen Teil da, keine Ahnung, wie lange vorbestellt. Nee, tatsächlich, Leute, wird es nicht reichen. Wir haben jetzt auch 19%. Ich wusste, dass es nicht reichen wird. Ich habe auch irgendwie so eine böse Vermutung, dass sie nochmal Steine wegfahren darf gleich. Bevor ich mit dem Feld fertig bin. Und bei 88%. Kann sein, ja. Ah toll, da habe ich auch wieder ein Steinchen übersehen, ey. Ist also zu früh hochgemacht. Naja, Aber wieder ein fürs. unsichtbar. Aber wie du schon sagst, ey, da sind manchmal einfach unsichtbare Steine bei. Ja. Na Leute, willkommen. Wir fahren erstmal zum Händler. Auftanken. 14% lohnt sich nicht mehr groß, noch die Bahn anzufangen. Werden sie vielleicht gerade noch schaffen oder so, aber dann hat Leon noch mal ein paar Minuten Zeit, ein bisschen, weil der ja größer ist, der Steuer. Ja, ich habe ein bisschen Zeit, ich Das. muss wegfahren, ich bin voll. Ja, ist ja jetzt nicht schlimm. Ich muss ja auch erstmal tanken und so, also. Alles gut. Ja, trotzdem noch 4, 3 Bahnen oder so. Ja, wenn nicht, warte ich halt kurz. Ist auch kein Problem. Wollt ihr noch die Sämaschine verkaufen? Weil mit diesen 2 Meter fange ich gar nicht erst an, irgendwas anzupflanzen. Nee, ganz vergessen. 4 Meter brauchen wir schon. Man will ja wenigstens ein bisschen Spaß haben, ey. Ja, die Sichtbarkeit spielen ist halt Marcel. Es ist einfach spannender, als ihn zuzuschauen.
Würde ich jetzt mal so überhaupt. Wir haben alle aufgebraucht, Kalk. Ich dachte, ich hätte mehr gekauft. Na, ist auch egal. Die sind ja nicht so Nee. teuer. Ich habe auch gesagt gestern, dass ich die voll reingeknallt habe. Wir kaufen einfach mal auf Vorrat 8 Stück. Ja. Weil Kalk geht immer schnell weg und braucht man halt auch viel, von daher. Einmal voll machen, bitte. Ja, gut. Es ist wie bei den alten LS-Teilen, dass man die Karte einfach mit neuen größer machen kann. Jo, kannst ja auch Viereckgeld machen, wenn du das möchtest. Nee, ich lasse den Grund. Ich habe ja eh noch da oben dieses Steuerungsmenü, was so mir durchgeht, angeblendet wird, weil ich es irgendwie mal angemacht habe, aber nicht mehr weiß, wie es ausgeht. Die Infos machst du auf F1 aus, mit der, wo steht, wie was funktioniert. Oh, danke. Bitte. Also eine Ich war da Folge mal. geht so schnell leer, vor allem leer. Vorbei, jetzt schon wieder bei 11 Minuten. Ja, trotzdem kommt man irgendwie zu nix. Ja, es ist schon. Gibt eine Menge Aber zu tun. wir müssen uns aber auch verzeihen, dass die Folgen halt nicht 30 Minuten oder so sind, aber wir kommen selten eigentlich zum Aufnehmen. Und am Wochenende wollen wir jetzt auch nicht immer aufnehmen, weil wir auch mal zum Teil so ein paar Gespräche haben, die jetzt nicht unbedingt für die Ohren der Zuschauer sind. Weil wir eigentlich wirklich sonst eigentlich immer nur an Aufnehmen sind. Sag ich jetzt mal so, wenn wir in der Woche zocken. War es damals zumindest so. Jetzt haben wir wieder ein paar Projekte, weil ich möchte auch nicht so unbedingt das ganze Matchmaking aufnehmen. Würde Da ich wird es schon fühlen. wieder. Ja, Ja, du wirst es fühlen, das weiß ich. Ah, müssen wir mal runterschreiben, falls ihr Lust habt. Vielleicht kann ich Marcel auch überredet, tatsächlich Sandstorm mal eine Runde Korb zu spielen. 323 Euro für Steine. Woo! Jetzt 200 Liter Stein. Ja, irgendwie traurig, dass man so wenig kriegt für die Steine. Hey, sie ist positiv. Wir haben aus dem Feld schon 600. 46 Euro gezogen. Wow. Leute, wir gehen jetzt noch einmal die Sämaschine leer machen, denn sie ist ja mit Saatgut befüllt. Und danach gehen wir sie verkaufen. Denn dieses Pille-Ding kommt mir nicht auf die Felder hier. Da brauchen wir ja 18 Jahre. Bis ein Feld angepflanzt ist. 3 Meter oder was die da hat, ey. Keine Ahnung, ey. Zweieinhalb, glaube ich. Ja, Leute, wenn wir jetzt natürlich von in echt ausgehen würden, natürlich besser sowas, eine kleine Sämaschine zu haben als gar keine, keine Frage. Aber hier im Spiel ist das doch ein bisschen zu klein. Vor allem, ihr seht ja hier, die drei Felder sind ja auch nicht gerade klein. Und dann mit dieser Mini-Sämaschine, das dauert dann halt wirklich ewig. Das macht weder euch Spaß noch uns Spaß. Und deswegen. Aber die NPCs sind schlauer geworden. Ja, die bremsen noch ab und lassen nicht vorbei, im Normalfall. Außer manchmal, da knallen sie dich trotzdem noch weg. Weil du als Mensch da stehst. Ne, die haben mir auch schon öfter mal die Vorfahrt genommen und mich weggeknallt. Nur so. Hey, ich sehe unseren Hof wieder. So. War schön, Seemaschine mit dir. Wir haben dich zwar nie benutzt, aber war trotzdem schön mit dir. Aber du wirst leider ausgetauscht. Alter, da überholt er mich einfach. Bevor ich rüberziehen wollte. Ei, Betriebskosten sind aber auch schön knackig.
30.000 haben wir für die bekommen, das ist ja super. Wie viel PS hat denn unser Träger hier? 190. Okay, dann schauen wir mal, was hier seemaschinentechnisch mit Ich hoffe, 190 so geht. eine mindestens mit 5 Meter. Also er hat übrigens 3 Meter. Also hast gut geraten. No. Jetzt war ein Hype von Namen heute her gedacht. Ja, also eigentlich können wir gar keine mit dem Trecker beziehen. Außer die, die wir hatten. Die Echt jetzt? nächste mit 4 Metern braucht 220. Und 6 Meter braucht auch 210. Wenn auch immer 1 Meter mehr, 10 PS weniger braucht, aber ja, ich kann immer nur sagen, was hier steht. 270, 240, 180. Ja, dann wird es vielleicht doch Zeit, dass der da ja wegkommt. Ja, 300, ja. Ja, Leute, dann müssen wir uns wahrscheinlich in der nächsten Folge doch von einem Trecker verabschieden und einen größeren holen. Aber das seht ihr in der nächsten Folge. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und würde mich freuen, euch auch in der nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Von meiner Seite aus sage ich schon mal Ciao und das letzte Wort hat Leon. Danke Leute fürs Zuschauen, haut rein, bis zum nächsten Mal, wenn eure zwei verrückten Operator mal wieder dabei sind, bis dann ihre Farm weiterzuführen.